Leider war die gute Stimmung bei der WM eigentlich nur ein Strohfeuer. Und das zu Recht. Es gab ja genug Themen, die uns den Deutschen ja quasi immer in die Suppe gespuckt haben. Die haben uns gründlich die Laune verhagelt. Ja, schlechte Laune-Thema Nummer eins war, wir Deutschen sterben aus. Also Deutschland, eine Vorstufe zu den Körperwelten. Ein Drama. Nicht angesichts dieser dramatisch sinkenden Geburtenrate sollte sogar eine Babyprämie für junge Eltern eingeführt werden. Das sogenannte BAföG. BAföG wie BAföG. Also, ich muss auch sagen, im Zusammenhang mit der Kinderlosigkeit ging mir ja persönlich diese Ursula von der Leyen, unsere Familienminister, die ging mir ja richtig auf die, ja, Eier möchte ich jetzt nicht sagen, sie ging mir auf den Keks. Und ich meine, man nennt sie ja auch schon den Dirk Nowitzki der Familienpolitik, weil sie so genauso oft wirft wie der. Ne? Ja, viele Frauen sagen ja, dass Kind und Beruf nicht miteinander zu vereinbaren sind. Caro? Naja, ich glaube nicht, dass Kinder einen Karriereknick bedeuten. Ne? Außer natürlich, man heißt Michael Jackson. Was mir persönlich schlechte Laune bereitet hat, war ja der Ärztestreik. Die Ärzte haben ja dieses Jahr so lange gestreikt und so lange keine Spritze angefasst. Ich hatte schon Angst, die Tour de France findet nicht statt. Was uns Deutschen dieses Jahr noch alles gegen den Strich gegangen ist, das zeigen wir Ihnen jetzt. Das war Deutschland im Jahr 2006. Hartz-IVler gucken weiter dumm aus der Wäsche. Airbus liefert seinen ersten A380 am 1. April. Und die Geflügelpest erreicht Deutschland, während in Afrika Geflügel-Tourette um sich greift. Schönen guten Fickern! Haben Sie schon mal über einen Bella nachgedacht? Kostet auch nur 4-5 Wund. Scheiße! Und? Interesse? Bella, mein Arsch! Die vom Siemens-Ex-Chef Pira fallen gelassene Handysparte heißt jetzt BenQ und geht pleite. Schuld sind unleserliche Montageanleitungen und unhandliche Mobiltelefone. Die BenQ-Mitarbeiter rufen zwar einen Schlichter an, aber ohne Erfolg, weil Telefon kaputt. Merkel und Münte beschließen die Rente mit 67. Einige Bevölkerungsgruppen sind empört. Wir fordern die Rente nicht mit 67, sondern mit 27! Edmund Stoiber eröffnet die Walfangsaison in Bayern. Der Staat ist fröhlich ausgelassen, denn er macht ein fettes Milliardenplus. Und Altkanzler Schröder wird Prinz Karneval bei Gazprom. Rinker, das wird dann hier. Zudem findet Schröder endlich jemanden, der für ihn seine Memoiren schreibt. Außerdem, Benzin wird 2006 so teuer wie nie. Wer aber versucht, den Wagen einfach stehen zu lassen, landet häufig im Graben. Ola Schmidt macht sich mit ihrer Gesundheitsreform lächerlich und viele Kinder reagieren verschnupft. Denn das Elterngeld wird zwar endlich beschlossen, ja, yippie, juhu, aber leider erst für das Jahr 2007. Was? Das kann doch nicht wahr sein. 2007 dauert es doch noch so lange. Wir haben doch erst den 29.12.2006. Das ist ein Beitrag zur Volksverdummung. Nein, das war Deutschland im Jahr 2006. Das ist ja so.